cool. History troubles us both. I'll tell you what weighs on my mind. More than 20 years ago, King Vatsvav's daughters, Lita and Vala, were playing on the cliffs. Vala slipped and fell into the cold water. Lita ran for help, but she wasn't fast enough. The kingdom was at war. To keep the morale of the army high, the king kept Vala's death a secret. Lita begged the king to bring her sister back. My child. Even if there was a way to bring her back from death, the price would be too high. To comfort Lita, the king found the best craftsman in the kingdom. He made Lita a lifelike doll, but it didn't help. She prayed for the gift of the golden touch, so she could pay the price of bringing her sister back. Granted her wish. Oh, wow. After seeing what my help did to people, I decided not to interfere again. But I'll give you some advice. Okay. Go to the place where the queen keeps what's most precious to her. You'll find the truth amongst her things. Ein Prisma kriegen wir. Was sie sagt, ist ein wenig rätselhaft, aber es klingt, als ob die Königin eine geheime Schatzkammer oder so etwas. Als habe die Königin... Okay, Alter, was? Wir haben doch einen Brief gelesen, dass sie... Also ist sie doch tot. Oh, weia. Wow! Sieh eine an. Diese Zimmer sind voller Geheimnisse. Oh, ja, sind sie auf jeden Fall. Gemach der Königin. Okay. Was? Das ist diese... Mist. Das sind nur die Kleider. Aber was haben die im Gemach der Königin zu suchen? Stimmt, das ist das Gewand von der anderen, oder? Von der, die die Hirsche da beherrscht. Diese Kleidung, sie trug die Frau, die den Hirsch kontrollierte. Verdächtig, verdächtig. Wir gehen erstmal auf die Suche nach einer Schneeflocke, oder? Was meint ihr? Wollen wir erstmal Schneeflöckchen suchen? Eventuell auch die ein oder andere Parabel noch. Schneeflocke gefunden. Boah, einen Kleiderschrank haben wir geöffnet. Ja, guck mal, das passt da rein. Passt. Warum würde jemand ein Bücherregal verbergen? Da fehlen Bücher. Wir stellen mal die beiden rein, da haben wir ein bisschen mehr Platz bei uns im Inventar. Eins fehlt noch. Finden wir bestimmt auch noch. Was ist das? Vielleicht sollte das die zweiten Reihe hier darstellen. Hirsche und Bären. Gold, Randemblem und Medaillonporträt. Okay, jetzt wimmeln wir noch eine Runde rum. Der Baum des Lebens. Moment mal, der Baum des Lebens, ist das nicht jetzt wieder was mit Pinocchio? Hatten wir da nicht auch so einen komischen Baum? Baum des Lebens. Das klingt so danach. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Bin gerade ein bisschen unsicher, aber der Baum des Lebens klingt für mich doch ein bisschen sehr nach Pinocchio. Pinocchio. Ich konzentriere mich mal gerade ein bisschen, weil wir haben jetzt noch nicht so viel erreicht bisher. Was ein bisschen peinlich ist. Aber ich muss mich ja entschuldigen, aufgrund dessen, ich war ja zwischenzeitlich dann auch mal kurz für kleine Mädchen. Und irgendwie... Hühn, riesiges rotes Gebürmsel, das da zum Beispiel.
Jetzt brauche ich noch kleine Perlen. Perlen. Ich bin übrigens kein Freund von Perlen. Ich finde das doof. Perlen finde ich doof. Ah, jetzt schläft mir das Füßlein ein. Füßlein ein. So, der Baum des Lebens. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Ich habe den Timer vergessen, vorhin auf Pause zu stellen, als ich kurz Pipi war. Für kleine Mädchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange machen wir jetzt schon? Wie viele Folgen sind das jetzt? Ich habe keinen Plan, aber ich werde gleich aufhören müssen. Dann wird halt eine Folge entweder länger oder kürzer. Tut mir leid, dann. Wala, ich habe einen schönen Aussichtspunkt gefunden. Kommt zum See. Leda. Leda hat also Wala zum Abhang gebracht. Vielleicht fühlt sie sich für den Unfall verantwortlich. So, Ankerstück und Schreibersiegel. Ach, der Schreibtisch, den machen wir noch auf. Komm, den machen wir noch auf, den Schreibtisch. War ein Buch. Und ein Rumgewimmel, die haben wir hier noch. Genau. Würfelteil. Oh, noch ein Würfelteil finden wir. Oh, das müssen wir noch schnell suchen. Was nicht so schwer ist, wir müssen nach allem, was türkis ist, ausschalten. Türkis, türkis, türkis. Brauchen wir hier drüben noch was? Das, da bräuchte man den Goldrand, den Goldrand. Oh, das geht ja ruckzuck. Ruckzuck, sagte sie und hing wieder an einem Teil. Na gut, es sind zwei. Eins. Gar keins. Gefunden. Das ging ins Ruckzuckiluk. Sieht aus wie ein Schlüssel. Das sieht aus wie Stempel irgendwie. So, wir gehen aber jetzt noch ganz geschwind bis Büchlein einsetzen. Ich will die Geschichte wissen, die hinter dem Ganzen ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh. Die 10 war natürlich ganz vorne. Das war mir nicht aufgefallen bis gerade. Ich habe gerade die 10 gesucht. So. Na toll. Da muss sie sein. Ich habe den Versteck gefunden. Gleich. Shit. Ich habe aber keinen Schlüssel dafür. Okay, meine Lieben. Dann werden wir jetzt hier einfach mal zick machen. Ah. Fängt nämlich wieder an, ein bisschen Beschwerden für mich zu geben. Wie gesagt, ich muss das alles im Moment ein bisschen etappenweise machen. Aber ansonsten, ich hoffe, die Folgen haben euch wieder gefallen. Wir werden natürlich weitermachen. Ich werde nach den Parabeln Ausschau halten. Und schreibt mal bitte ganz, ganz dringend in die Kommentare, ob ihr es okay finden würdet, wenn ich mal google wegen der Parabeln. Ob ich irgendwo vielleicht noch Parabeln finde oder so, die ich noch selber noch nicht habe. Oder ob halt schon welche unwiderruflich passé sind. Ob ich da halt mal nachgucke. Das. Kommen wir da rein eigentlich? Aussparung. Nö. Na gut. Ansonsten werden wir dann das Ganze hier hinten machen. Weil wir haben ja hier jetzt nun auch das Ganze gefunden. Also ich finde auch das Kostüm ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Nein, also schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagen würdet. Es wäre zwar dann natürlich, wie gespoilert, aber ich will eigentlich schon die Parabeln vorlesen. Ansonsten, wenn ich das nicht machen soll und wir halt wieder welche verpassen, wird es eine ganze Folge, dass ich die ganzen Parabeln auch aus den letzten Teilen nachhole. Aber irgendwie, also das andere wird schon eine Folge, aber es wird halt dann keine 20, sondern vielleicht eine 30, 35 Minuten Folge. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Parables, Goldlöckchen und der Stern der Wünsche war das. Sammler-Edition natürlich. Und heute mal mit zwei wunderbaren Gästen. Darf ich bitte? Hi! Ja, also hier sind das Carsto, also ich, die Kira. Und ich, Felix, hallo. Und wir haben einen Kanal, und aber egal, wir sind da und so. Wir wollen die Liebe mal ein bisschen aus dem Konzept bringen. Ja, das machen sie auch sehr erfolgreich. Jetzt räche ich mich für die ganzen mittlerweile... Fehlt
20 Zelda-Parts, die ich mit ihr krampfhaft aufnehmen musste. Und jetzt weiß sie, wie ich mich fühle, wenn ich spiele. Ach ja, ich habe allerdings ja den Vorteil, ich muss nicht über Löcher springen. Ich muss nur vorlesen und mich durch alles durcharbeiten. Ich muss auch überlegen, ja, wo war ich denn? Ich muss Monster töten und die Welt ja. retten. Das Schlimmste ist, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich habe jetzt wirklich 14 Tage überhaupt nicht aufgenommen, fast 3 Wochen. Alter. Ich bin aber nicht dran schuld. Soll ich für dich einen Timer stellen? Ah, jetzt ist es zu spät. Hab ich selber. Hat sie doch. Krasse Sache. Ja. Bei mir bin ich schnell. Genau, den Würfel wollte ich vervollständigen. Ja, dann fangen wir mal an mit dem nächsten Würfelrätsel. Ich muss auch dazu sagen, die haben dieses Projekt noch überhaupt nicht gesehen. Also ich schmeiße hier gerade eiskalt ins kalte Wasser. Ja, und ich hasse Wasser. Ich bin eine Katze. Darf ich das vorlesen, oder? Lass mich mal. Für die 3 Steine oben zu den jeweiligen Ausgang unten. Die Steine können nur auf Felder der entsprechenden Form springen. Die Form auf den Feldern verändern sich, wenn ein Stein zum nächsten rückt. Das heißt, wir müssen die nach da unten bringen. Also da. Ja, aber hier war es in den richtigen. Aber die passenden Steine in die passenden Gedönses. Ja. Krasse Sache. Was schon mal für ein Arsch war. Und da, erneut. Ich muss immer suchen. Ja, ja. Aber dieses Rätsel, das ist normal. Ich glaube, das habe ich schon ein- oder zweimal gemacht, weil ich schon... Diesen Würfel muss ich vervollständigen, ja, rundrum. Da haben ja komplett rundrum die Teile gefehlt. Ja. Und ich habe schon zweimal dieses blöde Spiel gemacht. Und ich bin so am Verzweifeln schon beim ersten Mal gewesen. Nee. Ah, Moment, jetzt sehe ich meinen Fehler. So. Sehr interessant. Gut, dass ich dieses Minispiel überhaupt nicht verstehe, aber egal. Ah, du auch. Das ist ja immerhin was. Aber ich glaube, ich verstehe es. Okay, sie kann... Ah, okay, ja, ich habe es, glaube ich, verstanden. Ich nicht. Guck mal, wenn sie da so geht, dann ändert sich die Felder. Nee, ja, das weiß ich. Sie muss es halt exakt machen, damit sie da an den Punkten kann kommen. Ich habe das Spiel verstanden. Ein bisschen, aber ich sehe keine Lösung, weil ich das blöde verbinden scheine. Das könnte noch klappen. Ja, genau. Jetzt den runter. Oh, das ist ganz, ganz böse. Mhm. Ich glaube, das ist schon verkackt, ne? Weiß ich noch nicht. Ich probiere es meistens bis zum Schluss. Scheiße, ja, jetzt habe ich es verkackt. Ach, es hätte noch funktioniert. Hätte noch. Hätte. Naja. Ja, ja, ich denke meistens bei den Spielen nach. Ja, jetzt weißt du, wie das ist, wenn man da mal so still ist. Warum bist du denn so still, Mike? warum ist Tobi denn so still bei einem Bosskampf? Verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch absolut nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, echt, man, wie kann man bei einem Bosskampf leise sein? Aber bei so einem Rätsel, wo du nur denken musst, muss man auch leise sein. Nur denken? Nur denken ist auch dem, gut, ne? Nur denken mit dem Kopf. Denken Sie gut. Oder so. Das mir weh. Wieso tue ich dir weh? Weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Irgendwann wirst du mir heute im Laufe des Tages noch weh tun. Die sind übrigens immer so. Ablösen. Natürlich habe ich das geschafft. Oh, ich habe Applaus im Hintergrund. Cool. Ey, das hast du nicht immer, ja? Also gewöhn dich mal nicht dran. Mach ich auch nicht. Geil. So, Schlüssel das. Schatzkammer. Oh, geil, erstmal die Quetteluken, Alter. Das muss sie sein. Ich habe das Versteck gefunden. Gleich habe ich das Geheimnis gelüftet. Das Geheimnis von Egnatol oder so. Geheime Schatzkammer. Eine Schatzkammer! Hab ich's doch gewusst. So, nun wollen wir doch mal sehen, was die Göttin meinte. Psst, Sequenz? Nein. Darf ich auch was vorlesen oder noch nicht so? Sie liest. So viel Gold. Sie sind das Statuen oder die Opfer von Goldlöckchens Berührung? Ich muss dazu sagen, der Detective ist weiblich. Es wäre etwas schlecht, wenn du das also vorliest. Ey, du kennst einfach noch nicht meine weibliche Seite, ja? Leute, ihr wollt es gar nicht wissen. Ich musste mal lachen, wenn ein Mädchen spricht. Ich weiß ja gar nicht, was du... Oma sprechen. Oma kann...
So. Du, sowas könntest du vorlesen. Gott, Leute. Aber ich kann alte Menschen sprechen. Alte Menschen sind richtig gut. Ich leite die Zunge raus. Tut euch nicht weh, hört mal bitte auf, euch weh zu tun, ne? Das wissen meine Zuschauer, die kriegen das alles gerade mit. Ja, dann wissen sie alle, dass ich der wesentlich coolere Typ von ja! bin. Wieder eine Parabel, und? Habe ich? Was hast du gefunden? Eine Parabel.